Herzlich willkommen zu einer kleinen Einführung zum Thema Mediensucht. Ich möchte in dem Video aus sozialarbeiterischer Sicht ein paar zentrale Punkte zum Thema loswerden. Mediensucht ist ja ein seit Jahren höchst umstrittenes Thema und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was für mich oder eben aus sozialarbeiterischer Sicht wichtig ist. Wenn wir von Sucht reden, egal ob stoffgebunden oder stoffungebunden, gibt es immer ein paar Suchtmerkmale, die man dann natürlich auch auf Medien anwenden kann. Das eine ist der Kontrollverlust, die übermäßige Beschäftigung mit dem Thema, Entzugssymptome, Coping, das heißt, der Stoff wird zum Beispiel als Bewältigungsstrategie eingesetzt und dass es irgendwelche Konflikte gibt aufgrund des Suchtverhaltens. Die Compulsive Internet Use Scale hat diese Suchtmerkmale auf Medien angewendet. Und das bedeutet dann, ein Kontrollverlust heißt zum Beispiel die Fortführung des Internetgebrauchs trotz der Absicht, diesen zu beenden. Übermäßige Beschäftigung würde bedeuten, dass der Internetgebrauch das Verhalten und Denken dominiert. Entzugssymptome heißen dann, dass die Erfahrung von unangenehmen emotionalen Zuständen eintritt, wenn das Internet nicht genutzt werden kann. Coping, das Internet wird genutzt, um negative emotionale Zustände zu mildern. Und Konflikt, letztendlich, dass die Internetnutzung zu intra- oder interpersonellen Konflikten führt. Wichtig ist, dass man nicht sofort von einer Sucht redet, sondern das Ganze ziemlich differenziert betrachten muss. In dieser Tabelle sieht man zum Beispiel ganz gut, dass verschiedene Merkmale eine Rolle spielen. Zum Beispiel der Zeitpunkt des Auftretens. Wenn das im Jugendalter auftritt, ist es problematisch, aber in der Regel nicht pathologisch. Von pathologischem Internetgebrauch, Computerspielsucht, Mediensucht spricht man dann eigentlich erst ab dem frühen Erwachsenenalter. Persistenz, also wie lange dauert das an? Im Jugendalter ist das häufig ein Übergangsphänomen für die große Mehrheit der Betroffenen. Das habe ich auch in der Praxis erlebt, dass wir Jugendliche haben, die eine Zeit lang ganz exzessiv zocken. Dann, wenn es Jungs sind, lernen sie die erste große Liebe kennen und plötzlich spielen Computerspiele keine Rolle mehr. Pathologisch wird es dann, wenn wir eine chronifizierte Störung haben. Dann gibt es tatsächlich eben auch Risiko- oder Vulnerabilitätsfaktoren im personalen Bereich. Im Jugendalter ist das zum Beispiel die Selbstwertproblematik, Störungen der Gefühlsregulation oder inadäquate Coping-Strategien. Pathologisch wird das Ganze dann, wenn man reduzierte Bindungskompetenzen hat, verminderte Gewissenhaftigkeit, eine schwere Selbstwertstörung, soziale Furcht entwickelt, komorbide psychische Störungen und Suchterkrankungen mit hinzukommen. Das heißt, wenn wir uns jetzt anschauen, sobald es problematisch oder solange es problematisch ist, können wir als Sozialarbeiterinnen ja noch eingreifen. Und das sind zum Beispiel Punkte, an denen man gut anknüpfen kann. Also eine Selbstwertproblematik, da haben wir Methoden, wie man eingreift. Auch bei Störungen der Gefühlsregulation oder eben bei Coping-Strategien kann man als Sozialarbeiterin noch aktiv werden. Im sozialen Bereich, es ist dann problematisch, wenn wir eine soziale Benachteiligung haben oder fehlende personale und soziale Ressourcen. Auch hier sieht man wieder, wäre das ein Aufgabenfeld für Sozialarbeiterinnen. Wenn es pathologisch wird und wir depravierende Lebensbedingungen haben, dann wird es für uns schon ein bisschen schwieriger. Die Erscheinungsform ist dann problematisch, wenn wir eine eingeschränkte Medienkompetenz haben, häufige Versunkenheit im virtuellen Erlebnismodus. Pathologisch wird es dann, wenn wir einen regressiven Rückzug in kindliches Spielverhalten erleben, dauerhafte Verlorenheit in virtuellen Welten und dann wahrscheinlich auch sowas wie Arbeits- und Partnerlosigkeit mit hinzukommt. Was macht man? Das sieht man ganz unten schon eben. Wenn es problematisch ist, gibt es pädagogisch-therapeutische Maßnahmen und wenn es pathologisch ist, brauchen wir eine umfassende psychotherapeutische rehabilitative Behandlung. Für mich sehr wichtig, das zu unterscheiden. Um herauszukriegen, mit was man es zu tun hat, gibt es natürlich auch Diagnoseinstrumente. Auf der Seite des Fachverbandes Medienabhängigkeit, hier
aufgeführt, findet man verschiedene Diagnoseinstrumente. Man kann da draufklicken und kommt dann weiter und kann sich das Ganze mal anschauen. Das heißt natürlich nicht, dass wir als Pädagoginnen ohne Zusatzausbildung das so verwenden sollten, aber es gibt einen guten Einblick, wie denn jetzt eigentlich so eine Diagnose abläuft. Hier gibt es dann zum Beispiel, das ist aus dem Interviewleitfaden, verschiedene Sachen, wie man es kodiert und was dann tatsächlich ist. Im Interviewleitfaden steht auch drin, wie kann denn so ein Einstieg für die Frage stattfinden und dann tatsächlich eben auch unten nochmal so eine Gesamteinschätzung, die man dazu einnehmen kann. Das Ganze ist sehr viele Seiten lang, also nichts, was ich jetzt einfach mal so schnell nebenbei machen kann und sagen kann, so, jetzt habe ich eine Diagnose gestellt und alles ist gut, ich weiß, womit ich es zu tun habe. Was wir tatsächlich sehr häufig erleben bei Mediensucht, ist ein Zusammenhang mit anderen Krankheiten wie Depressionen oder ADS, ADHS. Im pädagogischen Bereich relevant sind auch noch familiäre Faktoren, also wie wird Mediennutzung in der Familie verhandelt, wie sieht Mediennutzung in der Familie aus. Nutzen die Eltern zum Beispiel exzessiv Medien oder haben wir dann auch sowas wie, du hast zwar Bildschirmzeiten für Computerspiele, aber die Alternative ist dann Fernsehgucken, was man auch häufig erlebt. Und es gibt mittlerweile einige Studien, die einen eindeutigen Zusammenhang zwischen eben Medienerziehung und exzessiver Mediennutzung auch aufzeigen. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, wie im Elternhaus eben mit Medien umgegangen wird. Was wir aber auch erleben, ist, dass eine exzessive Mediennutzung natürlich ein Symptom für andere Probleme sein kann. Nehmen wir mal an, ein Jugendlicher wird gemobbt, ob jetzt offline, online, meistens ist es ja irgendwie beides, dann haben wir ganz ähnliche Symptome. Dann haben wir einen Rückzug in virtuelle Welten, dann haben wir Computerspiele, die vielleicht als einziges noch ein positives Erleben für diese Person ermöglichen. Wir haben einen Rückzug aus dem Freundeskreis, eine Vernachlässigung von anderen Interessen und würden erstmal sagen, hey, wir haben hier eine Mediensucht. Und wenn man dann aber genauer hinschaut, stellt man fest, eigentlich ist es was anderes, was problematisch ist und was anderes, wo man dann eben auch anknüpfen müsste, um das Ganze zu lösen. Kommen wir jetzt aber mal zu digitalen Spielen. Bis jetzt haben wir allgemein von Mediensucht geredet. Jetzt fokussiere ich mich mal auf das, was am besten untersucht ist, nämlich tatsächlich digitale Spiele und Computerspielsucht. Computerspielsucht, da komme ich gleich noch dazu, ist mittlerweile auch eine anerkannte Krankheit. Die Besonderheit von digitalen Spielen, warum sie überhaupt so einen, nennen wir es jetzt mal, guten Suchtstoff darstellen, sind verschiedene Sachen, die natürlich nicht alle auf alle Spiele zutreffen, sondern gut untersucht würde das bei Online-Rollenspielen, vor allem anhand von World of Warcraft damals und ähnlichen Spielen. Wir haben hier etwas ganz Besonderes, zum Beispiel eine persistente Spielwelt, also eine Spielwelt, die auch existiert, wenn ich nicht spiele, was mich natürlich dazu bringt, mehr zu spielen, weil da passiert auch was, wenn ich nicht aktiv bin, wenn ich nicht handle. Ist nicht wie früher, wo man eine CD-ROM ins Laufwerk gesteckt hat und wenn ich auf Pause gedrückt hat, war Pause und ich konnte genau da weitermachen, wo ich aufgehört habe, sondern das Spiel geht eben immer weiter, immer weiter. Und besonders ist auch, es gibt dann kein festgelegtes Ende. Es gibt zwar ein Ende von einer Quest oder von einem großen Bündel an Quests, aber es ist nicht so, dass ich irgendwann mal fertig bin und sage, so, jetzt habe ich das Spiel durchgespielt. Manchmal ist das Ganze dann noch gepaart mit dem sogenannten Epic Meaning, das heißt einem höher geordneten Ziel, für das ich kämpfe. Das heißt, ich kämpfe jetzt nicht nur, um diese eine Quest zu Ende zu bringen, sondern eigentlich habe ich ein viel, viel höheres Ziel, was meistens sehr positiv besetzt ist, das ich erreichen möchte. Wir haben in einigen Spielen, vor allem auch in mobilen Handy-Games, die erstmal kostenlos sind, sogenannte Play-to-Win oder Pay-to-Win-Mobile-Games, haben wir häufig das Element der intermittierenden Verstärkung auch mit drin. Das haben wir aber auch in anderen Spielen im Sinne von Lootboxen. Das wurde sehr, sehr heiß diskutiert. Da verlinke ich auch noch was dazu. Das heißt, man weiß,
dann nicht, wann man belohnt wird und was man kriegt, wenn man belohnt wird. Und das ist tatsächlich ein typisches Glücksspielelement. Was wir auch haben, was gerade für Kinder und Jugendliche Spiele ganz spannend macht, ist eine geordnete Welt, die in manchen Dingen vielleicht der Offline-Welt auch überlegen ist. Nehmen wir mal an, meine Eltern sagen zu mir, ich soll mein Zimmer aufräumen. Das wäre die Quest. Dann habe ich im Offline-Leben das Problem, dass ich nicht weiß, wie viel muss ich denn jetzt tun, damit ich dann tatsächlich diese Quest erledigt habe. Was kriege ich, wenn ich fertig bin? Und ich kriege auch keine Belohnung zwischendrin. In einem Spiel hätte ich eine Fortschrittsanzeige. Da weiß ich noch 10 große und 5 kleine Gegenstände oder andersrum. Ich weiß genau, wenn ich die Quest annehme, ich kriege dafür das und das und weiß eben auch, wann ich fertig bin und habe tatsächlich eben zwischendrin vielleicht auch noch so ein kleines Level-up, weil ich dann die Hälfte geschafft habe und ich kann mit dem Spiel nicht diskutieren. Also ich kann nicht sagen, nee, ich räume aber nur 4 Gegenstände auf und dann habe ich das Level gewonnen, sondern es ist eine festgelegte Welt mit klaren Strukturen, die tatsächlich dann eben auch eine Faszination ausstrahlt, gerade für Kinder und Jugendliche, die geordnete Strukturen eigentlich benötigen. Wir haben einen Wettbewerb, man kann gegen andere antreten, man kann sich stark fühlen, man kann, egal wie ich körperlich drauf bin oder wo ich mich sonst so bewege, habe ich die Chance zu gewinnen. Ich kriege meistens Aufgaben, die ich auch lösen kann, was auch sehr gut ist. Und ich habe natürlich den sozialen Aspekt. Ich spiele mit anderen, ich kann mitreden über das Spiel, ich lerne dort Leute kennen. Ich habe manchmal aber auch einen Gruppendruck, weil ich zu bestimmten Zeiten online sein muss, um bestimmte Dinge dann eben gemeinsam zu erledigen. Die Computerspielsucht ist eben, indem 2022 dann wirklich in Kraft tretenden ICD-11 auch mit drin. Und zwar einmal als Gaming Disorder offline und als Gaming Disorder online. In der Beschreibung sieht man, es geht eben dann auch wieder um die Kontrolle über das Spielen. Dann geht es eben tatsächlich auch um die Priorität, die dem Spiel gegeben wird im Leben. Und dann eben tatsächlich auch, dass man es weitermacht, obwohl man eben negative Konsequenzen erlebt. Ob das Ganze auch für Social Media gilt und welche Merkmale hier angelegt werden und was ich dort auch kritisch sehe, das kann man in dem nächsten Video erfahren. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören.